to the Pleschen Dome. Welcome to Star Wars. Welcome to the Star Wars Show. Welcome to the Star Wars Show Germany. Ja, das gibt's nicht. Es gibt keine deutsche Star Wars Show, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also ihr seid mal wieder hier bei mir hier. Freue mich, wenn ihr zuschaut. Besonders die vier, die ich sehr gerne ins Herz geschlossen, die wirklich toll unterwegs sind, die wirklich Star Wars mögen, so wie ich es mag. Ich mag Star Wars, wie es ist. Ja? Ich habe euch die 77er Jahre vorgestellt, wie Star Wars nochmal war, wie es war. Und zwar für jeden selbst. Er musste wirklich graben, er musste wirklich unterwegs sein, um überhaupt was festzustellen. Was ist denn Star Wars was, und so weiter. Und einige hatten halt das Glück, dass sie in einem Kompendium waren, dass sie mit Begeisterten zusammen waren etc. pp. Seit 1999 Durchbruch Internet, vorher hieß es World Wide Web. User, AOL, ICQ und so weiter. Grüße, hi! Welcome to Star Wars Friday. Star Wars Friday, we are here in Germany. Ja, also wie gesagt, der Star Wars Freitag ab sofort eingeläutet. Es sind noch 10 Tage. 10 Tage, meine lieben Freunde, dann endlich Episode 8. So, wir sind hier nicht die Verrückten. Ja? Die Verrückten, die haben sogar eine Rubrik für die Hasser eingerichtet. Deswegen mache ich jetzt die Sendung. Hallo, wie kann man Star Wars hassen? Ey, wenn ich Star Wars hasse, ey, dann mach aus. Also, naja, ist egal. Also, wenn ich etwas hasse, meine lieben Freunde, dann rede ich nicht darüber. Dann interessiert mich das nicht und gut ist. Ich rede nur darüber, was mir Spaß macht. Und ich möchte auch nur darüber sprechen, was mir Spaß macht. Ja? Ich werde einen Teufel tun, da irgendwelche Szenen auseinandernehmen. Ich habe so viele Fehler da schon gesehen, das ist richtig. Wenn Ridley, beziehungsweise wenn Rey da kämpft und plötzlich hat dieser Shogun auf Deutsch gesagt, da der Palastwächter da in Rot, plötzlich keine Waffe mehr, aus welchem Grund auch immer, weil durch diese Kampfführung des sogenannten Messers hätte sie vollkommen aufgeschlitzt werden müssen, wenn nicht sogar zerteilt werden müssen, wenn die Dramaturgie das hätte haben wollen. Habt ihr nicht gesehen? Wird aber Zeit. Schaut bei YouTube die Fehler. Die Fehler, die da ablaufen und ist eben so, das sind Fehler, passieren. Warum die passieren, weiß ich auch nicht. Natürlich weiß ich, warum die passieren. Weil die Dreharbeiten manchmal rückwärts laufen. Aber man dreht erst die Schlussszenen, weil der Schauspieler vielleicht gar keine Zeit mehr hat oder so. Die Elektronik, die hält nicht eben auf. Ja, das ist nur mein Job. So, die Elektronik abgehandelt, etliche Aufträge, die laufen auch gerade schon. Ihr seid immer noch bei Ultra HD, Web TV, Sondersender, NRW TV, Cosplayer, Figuren, Sammler etc. Alle, die hier reinkommen, man sieht, da seid ihr Hobbys, oh man sieht, dass du Spaß hast. Natürlich habe ich Spaß, darum mache ich das doch. Die Videos mache ich auch, weil ich Spaß daran habe. Mir ist doch scheißegal, ob du das magst oder nicht. Noch einmal, wenn du diese Videos hast, meine Güte, abschalten. Ich bin nicht dafür da, damit du etwas hast, was du hassen kannst. Dann stell dich vorm Spiegel und hasse dich selber. Und somit an alle, die Star Wars hassen, bitteschön, macht ein Schild. Star Wars, ich hasse es, klebt es an der Wand und jeden Tag, ich hasse Star Wars, ich hasse Star Wars, ich hasse Star Wars. Dann hast du was davon, verstehst du? Ich mag Star Wars und ich setze mich nicht davor und sage, ich liebe Star Wars, ich liebe Star Wars. Nee, Star Wars, okay. Und wenn man einen trifft, dann unterhält man sich, dann sprudelt das aus einem heraus. I love Star Wars, yes, I do. Ah. So funktioniert das. Jedenfalls hier jetzt die Freitags-Clip-Orgie, die ich jetzt euch um die Ohren haue. Wie gesagt, es ist, wie es ist und es bleibt, wie es bleibt. Punkt, fertig, aus.
zwischendurch wird es verändert. So ist es nun mal. Das hier sind diese Cut Motions, wo ich cutten muss, wenn ein Kunde reinkommt, cut. So heißen die, das sind hier die Cut Motions, Star Wars Cut Motions, mit eurem Moderator hier, der einen auf Captain Rex macht. Ich bin Captain Rex, irgendwann sitze ich auch mit der Klamotte hier und dann moderiere ich in dieser Klamotte sozusagen Captain Rex. Aber Star Wars ist an sich eine Geldmachmaschine. Eine Geldmachmaschine, die halt wie an einer Börse tagtäglich sich verändert. Heute bekomme ich eine Figur für 20 Cent. Juhu! Morgen kostet die Figur 20 Euro. Na okay, könnte man ja mal kaufen. 5 Tage später kostet diese Figur 200 Euro, dann fängt der es schon an. Und dann fängt er an. Ich habe jeden Tag Leute, die mir Püppchen verkaufen möchten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kaufe keine Püppchen an. Also wie gesagt, ich würde mich natürlich freuen, wenn welche mitmachen würden. Ja? Ich würde mich auch wirklich freuen, wenn Leute mitmachen würden, die halt Kuttenträger sind. Sag ich jetzt mal, Kutten. Ne? Ja, so. Und natürlich Cosplayer sind gemeint. Also, hallo, natürlich würde ich mich freuen. Aber ihr seht, ich mache dennoch weiter, auch weil keiner hier sitzt. Hier ist keiner. Ne? Hier ist keiner. Das ist frei. Versteht ihr? Hier sitzt keiner. Das ist frei. So. Hier könnte aber einer sitzen, hier könnte einer Mitmoderer. Ach, wir können. Wir haben ja alles da. Wir haben alles da. Wirklich, wir haben alles da. Meine lieben Freunde von Star Wars Community, vor allen Dingen hier die Star Wars Community. Hier sollt ihr wirklich Star Wars mögen, von vorne bis hinten. Ihr sollt euch auch wirklich mal zurücklehnen und sagen, was ist denn Star Wars für mich? Was bringt dieses Star Wars mir eigentlich? Was kann ich mit Star Wars eigentlich machen? So, noch einmal, ich könnte eine Verkaufssendung machen über Figuren. Ja, ich könnte auch eine Gruppe gründen, ich könnte auch eine Website machen, nur mit Figuren. Aber ich will diesen Stress nicht. Ich liefere die Figur, die kommt zerdeppert an und dann fängt der Stress an des Umtauschens. Da habe ich gar keine Lust zu. Deswegen hängen die hier, die sind vollkommen in Ordnung. Sollte mal einer sein, gestern hielt einer an der Tür an. Da habe ich mir nämlich gerade Vitamin D geholt durch die Sonne. Die ist kostenlos. Ne? Ich kaufe mir also keine Vitamin D-Pillen oder so. Der sagte auch, sind mal, ja, sag ich, ist alles noch da. Wirklich, wenn du die Sendung siehst, es ist wirklich alles da. Ich habe alles wirklich, die ATs und die Bonbons und so, die habe ich alle für dich da. Ne? Der kriegt ja auch einen Sonderpreis. Das weiß er. Ne? Wenn du das Geld zusammen hast, ist okay. So, für viele investieren, ich habe selbst, also 5 Kunden, das sind Wiederverkäufer, denen verkaufe ich dann die Figuren, ich weiß. Mir ist auch egal, wie viele Gewinne die da erzielen, weil diese Zeit habe ich nicht. Star Wars ist für mich ein Hobby, Beruf, Hobby ist Star Wars. Krieg der Sterne, etc. pp. Wenn ich was finde, was mir persönlich gefällt, kaufe ich es, stelle es hin, wie zum Beispiel die Videokassetten. Kein Mensch schaut sich diese Videokassetten mehr an. Ja und? Dann überspiele ich sie mir dann auf DVD oder auf Blu-Ray, mische die noch ein bisschen auf, mache den Ton noch ein bisschen schön und schon habe ich sie. Für mich persönlich, und wenn einer so eine Kopie haben will, dann nimmt er sie halt auch mit. Okay, dann mache ich mir halt eine neue. So funktioniert's. Ich arbeite wirklich dran, eine Star Wars Show zu machen. Aber keine Ahnung, ich denke, ja. Ich habe gerade noch mit einem jungen Mann, ich hatte ja vorhin Cut. Der sagte auch, es ist kaufen, verkaufen und so. Ja, die ganzen YouTuber und so, das ist doch alles gar nicht echt. Es ist nichts echt. Medien sind nicht echt. Da muss man aufpassen. Wer in den Medien erfolgreich ist, sollte erstmal gucken, wo dieses Erfolgreiche herkommt. Weil viele Spielfilme sagen ja auch bei Star Wars, so erfolgreich ist das alle gar nicht, weil ja, ihr müsst mal denken, wenn ich jetzt 1 Million mache, Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer geht weg, in Amerika erst recht. In Amerika geht jede Firma pleite durch das Finanzamt. So sieht's aus. So, Al Capone war der größte Gangster, dem wäre nichts passiert, wenn er nicht vergessen hätte, die Steuer zu bezahlen. So sieht's aus. Punkt. Ja, und die anderen hat man ja alle bekommen, weil sie halt böse waren. So, und böse gibt es jetzt hier auch bei Star Wars und mittlerweile sind die gar nicht böse. So, wenn man die Catherine zuhört, Catherine Kennedy macht alles
weiblich. So, dafür hat sie ja auch schon diese komische nackte Ratte da gekriegt. Kennedy hat diese nackte Ratte gekriegt. The Naked Ratted oder Rat. Ja, alles nur, wir are feminin. So, Star Wars ist jetzt weiblich. Mittlerweile, Star Wars war an sich immer weiblich, weil war immer Leia. Ich persönlich tendiere, mir ist egal, welcher Schauspieler da spielt. Ja? Wenn dieser Schauspieler mir gefällt, dann sehe ich die Sendung gerne, wenn alles passt. Ich bin auch gerne bereit, wenn da ein anderer plötzlich dieselbe Rolle spielt, so wie jetzt Han Solo. So, bei Indiana Jones war ja auch mal ein ganz junger Spund, da war Indiana Jones auch ein Jungspund. Das Problem an der Geschichte ist, wie verkaufe ich euch mein Produkt? So, da setzt der George Lucas sich dahin und sagt, wie verkaufe ich jetzt mein Produkt? So, und wenn man genau hinguckt, stand da Anakin mit I-K-I-N. Und heute heißt er Anakin, A-K-I-N. So, wenn man mal guckt, die Skripte, die Skalais, und, ne, wo die Strips und Stripes drin sind und guckt, was die sich da ausgegangen haben, wie die Kamera zu fahren hat, wie die Aufzeichnung ist und so weiter. Noch einmal, 1918 war der Cutter der vom Film und der Cutter wurde weggeschlossen. So sieht's aus, der Cutter wurde weggeschlossen, damit keiner wusste, wer das ist. So, heute macht die Regie, jeder macht Cutting und was weiß ich nicht alles, jeder denkt sich eine neuartige Dramaturgie aus. Nichts Neues mehr. Achtet doch mal bitte da, die ganzen Fehler, ist ja auch alles richtig. Wir sehen so viele Fehler bei Star Wars, ist richtig, alles richtig. Aber wir können doch nicht so etwas auf Fehler reduzieren. Wir können doch so etwas nicht auf Hass reduzieren. Meine Freunde, ich würde mich freuen, wenn Spaß. Ich würde mich tierisch freuen, wenn irgendwelche Spaßvögel mitmachen. Ja, Spaß. Hallo, hey. Kat. Moin. Ja, viele freuen sich, dass es sogar ein lokales Star Wars Geschäft gibt. Lokales, eben reinrauschen, immer hast du nicht. Natürlich nicht für Star Wars, sorry. Natürlich nur für Medien. Kannst du mir, ich brauche ganz schnell ein Foto, ich brauche ganz schnell einen Film. Kannst du mir mal ganz schnell den Film schneiden? Hier sind die Taktangaben, ne? Timeline, ne? Bei 1008 Schnitt, bei 1010 Schnitt rausnehmen, 1018 zusammen, neu, Cut. Schnell machen, schnell kopieren, mitnehmen. Ja. Lokal. Freuen sich also viele. Also ihr merkt, dass mit online und nur online, meine lieben Freunde, das geht überhaupt nicht. Wer nur online Shop haben will, wer nur online über die Figuren sprechen will, wer nur alles online und keinen Lokalen hat, wo er eben reinspringen kann, weil er eben 1000 Kopien machen kann, die er mitnehmen muss, weil er etwas. Ne? So wie hier zum Beispiel, ich muss jetzt 10 Bücher machen. Ihr wisst ja, wenn ich 10 Bücher mache, dann lasse ich Star Wars laufen oder so wie jetzt, habe ich gerade Zeit dafür, die Lampe leuchtet, ich muss Papier nachlegen und dann können wir weiterreden. Ne, das ist mit allem so. Ob das Filme sind, auch richtiger Filmschnitt, noch uralte Zelluloid-Klamotten hatte ich auch gerade, der da wie gesagt Zelluloid haben wollte und will und was weiß ich nicht alles. Und ja, so, ich bringe rein, mache ich fertig, während ich mich hier mit euch unterhalte, läuft dann da hinten im Studio das Scanning, also jedes Bild wird gescannt, uralte Filme, Super 8, Normal 8 und Copy. Cut. Grüße, hallo. Mit Star Wars zu arbeiten, Bücher herstellen, so wie vorhin, immer. Magst du Stress? Ich gucke den Kunden an, wieso? Ja, ich brauche 1000 Kopien. Du musst mir 8 Bücher machen, aus diesen Kopien steht ja drin die Stückzahl, gib ein, mach fertig. So, ich gemacht, fertig und so weiter und wie gesagt, noch dazwischen, zwischen diesem Wahnsinnsauftrag mache ich hier noch diese Cut-Videos. Ja, Cut, wenn ein Kunde kommt und dann weiter geht's. Gleich mache ich Cut, trinke mir tollen Kaffee und dann mache ich Cut und futter mir ein und bin trotzdem noch im Star Wars Modus, Star Wars Fieber, Star Wars bei Facebook in der Community. Und dann gucken, was da abgeht in der Community. Yep. Und wieder einen, den wir begrüßen können. Jetzt sind wir schon über 1000. Jetzt sind wir schon 1033. Also 1000 feste Community-Freunde, die wirklich Spaß haben, die auch kommunizieren, die also auch dazu was sagen.
Das ist kein Mond, wie Mond. Euch allen heute ein fröhliches Star Wars Retro. 1979 Tag, das ist kein Mond. Wieso ist das kein Mond? Aber manche sind, Retro. Retro-Tag, schwarz-weiß, 1979. Also meine Freunde, also ich habe jetzt ein Bild gemacht. Euch allen heute ein fröhliches Star Wars Retro-Tag. 1979, ne? Retro, ja, schwarz-weiß. 1979, Krieg der Sterne. Und da schreit einer drunter, das ist kein Mond. Also wenn er mir auf den Ping geht, hier der Typ, dann knall ich ihn an der Wand. Dann ist er weg. Na? Also ein Quatsch brauche ich nicht. Ist kein Mond. Ja. Nennt sich Mutants Unit. Und hat nur das eine und dasselbe Boot drin. Ach komm Junge, und tschüss. Also solche Typen kommen direkt in den Meiler. Brauchen wir nicht. Die Community soll ordentlich, also wie, das ist weder Freund, weder Feind. Solche Typen gehören zack, weg, weil bringt nichts. Wenn man auf denen ihre Seite geht und da ist nichts, da bringt also nichts. Ne? Ist in Ordnung, aber ne, ist kaputt. Nur wie gesagt, Leute, die man nicht kennt, wenn die dann so ein dummes Zeug davon sich drunter schreiben. Also wie gesagt, diese Community soll Spaß machen. In dieser Community soll man Spaß haben. Und so soll es sein. Grüße, Kat. The new generation of Star Wars. The new generation of Star Wars. The finest, the finest, the finest. Wichtig. Die neue Generation von Star Wars ist richtig was Schönes, Gutes, macht Spaß. Seit 2017 ist die Macht erwacht. Es gibt keine imperialen Sturmtruppen mehr. Nein, es gibt die neue Ordnung und bla bla bla. Es gibt alles neu, neue Schauspieler. Es gibt Schauspieler, die keine Ahnung hatten von Star Wars. Geben die zu. Tut mir leid, haben wir nie. Ist klar, sind 8 Jahre erst Schauspieler. Ja? Und davor mussten sich, ne, und haben sich also nicht dafür interessiert. Kann sein, dass sie irgendwie Shakespeare vielleicht, keine Ahnung, die Briten sind ja ein bisschen anders wie wir Deutschen. So, also wie gesagt, Old Britannia ist momentan Star Wars und Hollywood vermarktet es durch Kathleen Kennedy. So, Kathleen Kennedy sagt, das ist ab sofort weiblich alles und das soll auch so sein. Und dann ist da eben Star Wars jetzt weiblich. Also mir persönlich, egal, welcome to the Pleasure Dome, welcome to Star Wars, welcome to the Star Wars Story, welcome to the newest Star Wars ever. Also für mich ist Star Wars absolut neu, schön, macht Spaß. Vielleicht deswegen, weil wenn ich da hinten auf dem Monitor sehe und das mir anschaue, ich stelle auch manche Sachen hier so, damit man so ein bisschen, wenn man reinkommt, so ein bisschen Feeling hat und alles. Und irgendwann mal so Art so Hall of Fame. Ich habe mal für Sega gearbeitet und Sega hatte mal eine Hall of Fame. Da kann man rein, pechschwarz war dort alles, mit Stahlrohrrahmen, und in diesen Stahlrohrrahmen waren dann Monitore eingearbeitet, wo man dann in diese sogenannten EA Sports und so weiter wandeln konnte. Das war natürlich von der Firma EA Sports. Für die Firma Sega haben die da Spiele konzipiert in einer Hall. Ja, also es macht ziemlich viel Spaß für Star Wars zu arbeiten oder mit Star Wars zu arbeiten in einem hobbyberuflichen Modus. Persönlich nichts, persönlich gar nichts, never ever mit Star Wars zu tun. Nothing, nada. Weil es Disney. Disney macht alles selbst, Disney will Geld verdienen, Disney will keinen Spaß. Disney will keinen Spaß haben. Disney will Cola haben, will deine Cola haben. So, und auch wenn du Star Wars hast, Hauptsache gehst in den Film, verstehst du? Du hast Star Wars, Hauptsache gehst in den Film, gibst Geld aus, verstehst du? Das ist Disney, das ist J.J. Abrams, das ist Brian, ach, das ist, keine Ahnung, Game of Thrones Regie und mittlerweile, ja, Boba Fett soll kommen, Obi-Wan Kenobi soll kommen, keine Ahnung, ist nicht, und so weiter. Und solche dummen Sprüche da wie, ich wünsche euch einen Retro-Tag. Also 1979 wünsche ich euch. Da kommt so ein dummer Spruch, das ist kein Mond. Was ist das für eine Antwort? Aber das ist halt die heutige Zeit, mit der wir leben müssen und mit der müssen wir leben. Da geht kein Weg dran vorbei. Ich freue mich, dass die 3 oder 4 Leute sich mein Video, Cut-Video anschauen.
Und noch einmal geht hier auf die Star Wars Community, ne? Star Wars Community und ja, wir sind eine Community, die halt sich über Star Wars unterhalten. Ne? So, und ich habe, wie gesagt, gerade meine 1000 Kopien gemacht, die gleich abgeholt werden. Da läuft auch ein Auftrag, der danach geht weiter mit dem nächsten Auftrag. Und ich bin der Meinung, für heute reicht es mit Star Wars Never Ever Retro Welcome und all solche Sachen. Vielleicht müsste man mal so eine englische Geschichte machen in Englisch, dann würde, glaube ich, so ein Videoclip besser laufen, weil die Deutschen sind halt ein bisschen dröge. Oder man muss halt verrückt sein, bekloppt sein, neben der Spur sein. Dann läuft das mit den Videos, dann läuft das alles, ja. Also diese merkwürdigen Hasser, die drehen ja noch nicht einmal eigene Videoclips über den Hass. Nö, machen die gar nicht. Ne? Und ja, dann wisst ihr Bescheid. Das sind halt Star Wars Trolle. Star Wars Trolle sind das. Wisst ihr Bescheid. Ne? So, meiner einer ist halt Star Wars Kasper. Ne? Ein Star Wars Kasper, der eben da Spaß macht. Ja, mir macht das Spaß. Weil mir dann Spaß macht, meinen wir jetzt einen Captain. Und den, ja, den ziehe ich mir dann rein. Ne? Warum bin ich so lustig? Weil ich da gerade auf dem Monitor auch was Lustiges sehe. Und das sind so Aufträge, die ich euch nicht zeigen darf. Aber wenn ich da so hinlinse, manche wissen ja Bescheid, dass das so ist. Manche sitzen ja hier auf diesem sogenannten Stuhl hier. Wie gesagt, kommt vorbei, setzt euch nieder und dann machen wir eine tolle Showgeschichte. So, heute war mal wieder so eine Freitag-Cut-Motion hier. Ich muss immer Cut-Cut rufen. Immer wenn ich Cut rufe, ist da der Schnitt. Ja, und jetzt sage ich Cut für Kaffee, Cut für Star Wars. Habt ein tolles Wochenende. Have more fun mit Star Wars und so weiter. Und sofort. So, nach dem Cut bin ich nochmal. Die Star Wars Verrückten haben zwei Schilder. Einmal, we love Star Wars, we hate Star Wars. Zwei Schilder. Da kann jetzt einer den Hass von oben bis unten reinpusten und der andere kann seine Liebe da reinpusten. Frage lautet nur, muss man das haben? Muss man das haben? Wenn ich die Schilder eben finden sollte, werde ich die eben mal raussuchen und euch dann generieren. Oh ja, ich mache mir jetzt einen Spaß, bleibt dran. Ich denke mir mal eben aus, bin ja hier an der Quelle. Ne? Bleibt dran, bleibt dran. So, Cut. Ich habe, also, es muss was Wunderschönes sein. Ne? Es muss was Wunderschönes sein, ein Star Wars Hasser zu sein. Oder es muss was Wunderschönes sein, ein Star Wars Liebender zu sein. Ja? So, und das alles hier in der sogenannten Fanservice Base. Fanservice Base, da kommt jetzt einmal das drunter und dann kommt einmal das drunter. Das kommt am Schaufenster und diesen Spaß habe ich mir gerade erlaubt. Das werde ich auch so machen. Ihr seid weiterhin in dieser sogenannten Show hier. That's us, the show of Star Wars haters and lovers. Stay put, also stay Star Wars haters and lovers. I'm a lover. Yes, I love Star Wars. So, ja, ich habe es jetzt einfach hier mal in die Community eingebaut. Jeder kann drunter schreiben oder es sein lassen. Diese Community ist ja hier eine ziemlich ruhige Community. Hier passiert nicht viel. Bei 1000 Begeisterte sind halt ruhig, sind nicht verrückt. Bei den Verrückten, da geht es natürlich richtig zur Sache. Da leuchtet das dauernd auf. Da wird über die Porks hergezogen. Porks oder andere oder Jar Jar Binks. Damals, heute die Porks. Ja. Na, also ich gebe das hier mal ein, dieses Star Wars Verrückten da. Da sind sie. So, wie gesagt, die Star Wars Verrückte hier. Das geht dann, hier der übrige Hass geht auf die Porks, die will keiner sehen. Die Star Wars Verrückten sind natürlich alles Cosplayer und die Admins tragen also sehr gute
Cosplay-Sachen. Die lassen sich diese Cosplay-Sachen auch richtig für teures Geld herstellen. Hier kämpft gerade ein Sith gegen Darth Vader mal wieder. Ne? Ah, herrlich. Ne? Retro Wars, Arcade, oh ja, das ist auch so eine tolle Geschichte. Retro Wars. Ja, Retro Wars, Arcade. Also heute ist halt der Tag, wo halt alles so gezeigt wird. Da wird Retro, also Star Wars Retro mit Tron vermischt. Also, naja, alles ein bisschen schwer merkwürdig. Wenn man so einen alten 64er Atari 1040 noch in Erinnerung hat, ne? Ah, I love it. I love Star Wars ever. Punkt. So, das bleibt auch so. Ihr seht, dass das die Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit ist. Deswegen seht ihr die Live-Cuts hier, dieses Live-Cut-Video. Vielleicht habe ich das große Glück mal, dass irgendeiner mal bei laufender Kamera mitmacht. Es gab ja schon mal bei DJ Valdez, bei Filmpool, Stromberg, ach, das waren auch die etwas älteren Zeiten, und bei einigen Komparsen, die dann hier vorbeikamen und gesagt haben, lass die Kamera laufen, ich mache fett mit. Nun, dann ändert sich alles durch die Self-Made Generation, I'm in Self, ich bin die Schönste, ich bin der Schönste. Ist halt so, muss ich als Normaler durch. Ich mache weiterhin meine normalen Videoclips, auch über Star Wars und nur für Star Wars, weil die meisten Vereine sind ja der jüngste 70 oder 80, die kommen mit sowas ja gar nicht mehr klar. Ist halt so. Und hier ist wie gesagt Frohnhausen, und Frohnhausen gibt kein Geld aus. Ich habe gerade noch mit einem Diplom, ich habe ja diese 1000 Kopien gemacht, da sagt er, sonst geht er woanders hin, sagt er, ne, Flyer und so kostet 90 Euro, so, geht gar nicht, es geht nicht. Ich habe ihm das jetzt hier für 45 Euro mal eben ganz schnell gemacht, weil hier ist Frohnhausen und hier kann man leider kein Geld verdienen. Das bedeutet also Stellungswechsel, man müsste woanders hin, um richtig satt Geld zu verdienen. So, und dann wäre das ganze Ambiente, der ganze Flair wäre weg. Weil dann wäre das eine knallharte Firma, die knallhart nur Geld verdienen will. Und dann ist der Flair weg. Das hier ist gemütlich, meine lieben Freunde. Sonst würde ich ja gar nicht solche Filme machen. Sonst würde ich ja gar nicht diese Cut-Videos machen. Wenn hier nicht diese Gemütlichkeit wäre. Wenn hier nicht dieser Spaßfaktor wäre. Und die Ernsthaftigkeit und die Professionalität. Während hier so ein Cut ist, ist in dem Moment richtig was los. Ja? Fotos machen, Filme machen. Kopien machen, zack, 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 oder halt im Bereich von Star Wars Figuren verkaufen. Ja, ich freue mich schon, wenn die anderen wieder reinkommen, wenn die vorbeikommen. Ja, wie gesagt, ist ja genug da, und ich werde mir sicherlich wieder so ein Figuren, ja, ich werde mir so ein Figurenvideo mal wieder fertig machen. Ich werde auch wieder erstklassige DVDs zusammenstellen, die wir uns dann hier angucken können. Jawohl! Und ich arbeite auch dran, so einen 8000 Lumen starken Videobeamer, aber die leben nicht lange, aber egal, dass man hin und wieder mal hier so eine Wahnsinn-Session hat, wenn man hier reinkommt, so richtig, boah, ne, als Highlight. Also, ne, wisst ihr Bescheid. Also, meine lieben Freunde, es ist was wunderbar, nein, es muss was Wunderbares sein, wenn man ein Star Wars Lover ist, es muss was Wunderbares sein, wenn man ein Star Wars Hasser ist, und es muss was Wunderbares sein, wenn man in den Fun-Service-Shop hineingeht. Leute, das war jetzt ein Gag. Vergesst es. Gott sei Dank am Schluss. Und bis zum Schluss guckt ja keiner. Wenn doch, schreibt unten drunter. Es muss was Wunderschönes sein.